Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K14, zu einem neuen Let's Oracle NBA 2K14. Wer hätte es gedacht? Ja, wir spielen die Partie San Antonio Spurs gegen die Dallas Mavericks mit Dirk Nowitzki etc. Wir spielen aber die San Antonio Spurs. Das Spiel ist von Sonntag. Den 2. März, also bei uns zumindest Sonntag den 2. März, bei denen ist es Montag der 3. März, also quasi Rosenmontag, bei uns ist es aber am Sonntag, beziehungsweise es wird auch am Sonntag hochgeladen, so. So, mehr könnte man eigentlich nicht sagen. San Antonio Spurs spielen wir mit Tony Parker, also ich weiß gar nicht, mit wem wir alle spielen, wir können ja gleich mal gucken. Auf jeden Fall sind wir nicht schlecht dabei insgesamt. Ich schließe gerade meine iPhone-App gerade mal. Genau, ich spiele mit Joseph, Danny Green, Kawhi Leonard, Tim Duncan und Thiago Splatter. Und Dallas Mavericks mit ihrer gewohnten Aufstellung. José Calderon war, glaube ich, als Point Guard. Monta Ellis, Dirk, Sean Marion, Dirk Nowitzki und oh, wie hieß er, der Center? Der Center! Komm, wie hieß er? Wie hieß er? Ist ja auch egal. Ich wechsle gerade mal quasi ins Game. Und ich kann nur noch sagen, viel Spaß beim Spiel. Ich werde es haben. Vorerst erwarte nicht zu viel von mir, von meinem Spiel. Ich habe länger nicht mehr gespielt. Somit bin ich auch wirklich aus der Übung und bin noch schlechter als sonst. Also, komm, los geht's. Samuel Dellenbird, so heißt der Typ, so heißt der Typ. Ah, naja, okay. Ja, Tony Parker ist natürlich draußen. Er wird natürlich geschont. Ja. Okay, los geht's, würde ich sagen. Viel Spaß. See you back here at halftime. Monta Ellis gegen Tim Duncan. So sieht's aus. Ja. 26-23 die Bilanz von Dallas und 41-16 die Bilanz von San Antonio. Wir spielen in San Antonio. Und hier sieht man die Startline-Up von Dallas und hier die Startline-Up von den Spurs, von der Mannschaft, die ich spiele, die letztes Jahr in den Finals war. Hier Tim Duncan, auch schon ziemlich alt, schon ziemlich lange dabei, aber ein guter Spieler immer noch. Die San Antonio Spurs dieses Jahr nicht so dominierend wie in der letzten Saison, aber wie gesagt, es gab auch einige Verletzungen wie Danny Green hier oder Kawhi Leonard, die natürlich jetzt auch wieder dabei sind. Und wir sehen jetzt Thiago Splatter gegen Samuel Dellenbird im Sprungball quasi. Ja, sehr schön. Wir haben ihn. Corey Joseph holt sich den Ball und macht den Aufbau. Der Dreier. Yes, der Dreier ist schon mal drin von Corey Joseph. Das ist sehr schön. Yes. This last summer, the Mavs asked fans to submit some redesigns of their uniforms for future use. Always kind of neat. Sehr schön erstmal der Blocking Monta Ellis von Danny Green, aber er macht auch leider das Foul gegen Dirk Nowitzki. Ja, Dirk Nowitzki natürlich auch schon lange dabei. Auch ein wirklich guter Spieler. Schafft er den ersten? Ja, er schafft den ersten auf jeden Fall. Sicher hat er ja auch, war ja früher immer sein Manko, die Freiwürfe, aber da hat er sich eindeutig drin gebessert. Die macht er jetzt öfter, wenn man das so sagen kann. So, na. Aber die Bewegung, die sieht irgendwie scheiße bei ihm aus.
Ja, okay, den zweiten macht er auch locker rein. So, Corey Joseph im Aufbauspiel. Komm, machen wir ein Pick'n'Roll. Sehr schön von Tim Duncan, sehr schön. Sehr schönes Pick'n'Roll gespielt mit Corey Joseph und Tim Duncan. Ah, der war scheiße. Scheiße verteidigt von Kawhi Leonard und Tim Duncan war natürlich auch noch Es kann doch nicht wahr sein. Oh, kacke. Das ist dieses Scheiß. Wenn man gegen wenn man gegen Gegner läuft und dann diese so taumelt, dann kann man sich nicht mehr bewegen, ja? Mann, egal. Ja, komm, das ist unser Ball, das ist unser Ball, unser Ball, unser Ball. Sehr schön, das ist unser Ball. Schön, Corey Joseph. Der macht ein gutes Spiel im Moment. Though they haven't won in their first two meetings this year, Coach said he expects a different story this time around with a new offense. Ja, macht er den Dunking, der Tim Duncan. Durch jede Menge Glück konnte er den Dunking dann hier konnte sich da durchsetzen im Dunking. Eine Menge Glück hat er, war da auf jeden Fall im Spiel. Aber das machen wir ja auch immer, das ist halt Sport. Danny Green, kann man vielleicht mal einen Schnellangriff hier? Dalembert. Oh. Mann. Ah, schade. Ja, San Antonio auf zweiter Platz. Wie gesagt, nicht so dominant wie letztes Jahr. Da ist natürlich Oklahoma wieder dabei. In Anführungszeichen wieder dabei natürlich. Machen die Auswechselspieler da? Ginobili, Bellinelli. Ach, die werden ausgewechselt. Ah, okay. Die werden eingewechselt. Ja, Dalembert raus. Calderon raus. Aber auch Corey Joseph raus mit Patty Mills. Den ich generell ein richtig geiles Talent finde. Ja, also Patty Mills, der gefällt mir ja richtig geil. Weil der kann eindeutig, was ist ja in Australien, der spielt in Australien. Ich habe den bei Olympia gesehen. Als Australien bei Olympia war. Im Basketball. 2012. Und der kann auf jeden Fall was. Und Bellinelli. Eindeutig auch ein richtig guter Typ. Bellinelli. Well, it was the San Antonio Spurs winning their last game against the Detroit Pistons. And they were nearly flawless offensively in that win, Kevin. Once they got rolling, they just did not stop. Das war nicht gut verteidigt von Manu Ginobili. Ja, sieht man schon ein paar Schwächen. Patty Mills jetzt auf jeden Fall. Ja, für kommt Ginobili. Ah, aber das Foul gezogen, immerhin. Ah, Ginobili. Schade. Ich kann nur sagen, ich hasse es, gegen Monte Ellis zu spielen, weil der wirklich ein sehr guter Spieler ist. Und ich kann gegen den nicht so gut spielen. Ja, da ist es auch schon zu Ende. Der Ellis führt leider mit 2 Punkten, 10 zu 8. Natürlich zum Leiden für mich. Ich hatte die Viertel-Uhrzeit, also wie lange wir spielen, ein bisschen runtergestellt auf 3 Minuten. Ich denke, das dürfte eigentlich reichen. Es soll ja auch nicht an der Anzahl von Punkten sein, sondern es soll ja... was macht Iris gegen Monta Ellis hier? What the fuck? Naja, Bellinelli hatte den Three-Point Contest gewonnen beim All-Star Day. Verdient auch, ich finde, den ist ein richtig guter Dreierschütze.
Weißt du, gegen Ellis, Alter. Wieso spielt denn Iris gegen Ellis? Wieso verteidigt ihr den denn? Back to Popovich and the Spurs, he really makes a point of getting to know his players and have them get to know one another. That's right, Kevin. He likes to have his players have a sense of. Ja, schön Patty Mills. Der war wichtig. Gegen Devin Harris, hat Devin Harris nichts zu melden. Ja, nichts. Gar nichts. Oh Gott. Crowder, Alter. Yeah, they've got it going now. Above 60% shooting for the night, and it's gonna be tough to beat them when they shoot it like that. Ja, sehr schön. Schöner Layup von Manu Ginobili. Wie sieht denn Iris wieder? Sehr schön. Oh. Is more of a contortionist going to the basket than Manu. And the rebound goes to the Mavericks. Ja, das ist mies, weißt du? Kann der Aris sich einfach den Korbleger machen, oder was? Weißt du, sie spielen natürlich auch krass, ja? Ich habe lange nicht mehr gespielt, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Sieht man auch, dass ich doch keinen Alley-Oop-Versuch gemacht habe, dann ist mir noch zu unsicher. So, Aris erstmal raus, Alter, das geht dir gar nicht. Haben wir denn noch so drin? Thiago Splitter kommt wieder rein und, komm, Duncan kommt wieder rein. Meine Fresse, Alter. Das ging ja gar, das geht ja gar nicht. Und es sind ja schon 5 Punkte. Ich könnte dieses Mikro gerade wegschlagen, ne? Das kann ja nicht sein, oder? Was ist denn los hier, Alter? San Antonio Spurs Game definitely one to be checking out. And Dallas calls their first time out of the game. Victory eluded them last time in San Antonio when they took on the Spurs. Oh God. I thought the key was the rebounding total. I mean, it was ugly. They were completely dominated on the glass. That's going to have to improve tonight. Now here is Harris. Da ist der Dunking. Der Block. Ellis outside. He kicks to Crowder. Crowder, Alter, Crowder. Fick dich. Das ist doch kein Reach-In, Alter. Steve said it. They were atrocious on the glass when they last met. What do you need to do, Clark, to change that in this game? Well, a couple of things. One, they need more bodies in the paint. I mean, you gotta have. Weißt du, wie kommt denn Monte Ellis da durch? Weißt du, das ist unmöglich eigentlich. They left one or two guys on an island down there, and you can't do that. That's not gonna work. Here's Mills after the made shot from Monte Ellis. Der Spieler kann den auch mal bitte reinmachen, ja? Für einen Moment. Als sind es keine Freiwürfe, Alter. Meine Fresse. Meine Fresse. Bellinelli, so, jetzt machst du mal hier gute Verteidigung. Na, oder so auch nicht. Oh Gott. Oh, Patty Mills. Ja, sehr schön. Dreier war wichtig. Manu Ginobili, der ist heiß, Alter. Der ist heiß. Sehr schön. Nächster Block. You know, something that's kept this game close is the fact that the rebound totals are almost identical. Oh man, wie kann der denn? Not yet anyway. Here's Ellis. 18 feet away. Oh God, Ellis, Alter. Weißt du? Ball's knocked loose and right. Here we go. With one on the clock. Oh Gott, das ist schon das zweite Viertel vorbei, Alter, und es ist nichts gemacht. Naja. Ich habe lange nicht mehr gespielt, aber wollte auch wieder ein Video machen. Ich springe überspringen, das heißt, es gab nichts Besonderes jetzt. Es gab keine Alley-Oops, es gab keine richtigen Good Dunks. Ich weiß nicht, was los war. Also da kommt wieder Kawhi Leonard, komm mal rein, bitte auf die Shooting Guard Position. Auch wenn er da nicht, eigentlich nicht so sehr spielt, aber Patty Mills kann im Moment drin bleiben. Er hat ganz gut gespielt. Und. Oh.
On the court for the Marian and Nowitzki at the forwards. Ellis is out there with Calderon. And it's D'Alembert in at the center position. Ja, Duncan, der kann sich da durchsetzen gegen Calderon mal eben so. Weißt du, ist ja auch nur der Point Guard, Alter. Meine Fresse, ey. Sean Marion, Alter. Immer schön dranbleiben. Immer schön dran. Hallo! Das ist Calderon, der kann sowas nicht. Also, nicht gegen... Er kann ja noch nicht gegen Duncan machen, Alter. Also irgendwie ist die CPU gerade entweder extrem geil hochgestellt, auf extrem pornös. Alter. Und schon wieder sind es 8 Punkte, weißt du? Kann doch nicht sein. And how good he is at running it as the cutter. He's duped a lot of defenders with that play. Ja, richtig, richtig. Die Punkte müssen her, komm. Auf den freien Mann. Und, oder auch nicht. The Spurs have been successful on 3 of their 4 free throw attempts up to this point. Ellis kicks to Marion. Back to Ellis. Rejected by Leonard. Schön und jetzt. Now the fast break, Ginobili with the ball. Ja, sehr schön, Patty Mills. Da wird er weggerammt, aber das ist ihm scheißegal. Patty Mills, komm, steh auf, wir brauchen nicht. So. Meine Fresse, Alter. Thiago Splitter, der kann raus. Da kommt Dio rein. Ich habe keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Jedenfalls Franzose, Europameister geworden. Meiner Meinung nach nicht wegen seiner Leistung, sondern eher wegen Tony Parkers Leistung. Er hat eher schlechter gespielt. Fand ich auch. Genauso wie Batum hat auch nicht so gut gespielt. Mir ein paar Spiele angeguckt. Die waren eigentlich alle übertrieben schlecht. Ja, Patty Mills holt sich den Rebound und jetzt geht's los. Komm. Weißt du, und da kommt so ein Pass raus, weißt du? Ja, verhindert zumindest Ginobili gerade den Fast Break. Ist schon mal was. Das geht schon mal gut klar. Da sind immer noch 4 Punkte, ja. 4 Punkte müssen weg. Komm, nimm den Ball auf. Ja, Mann. Yes. Schöner Dank von Manu Ginobili. Der kann auch was. Der kann noch mal ein bisschen arbeiten. Ja. Argentinier. Letzte Saison nicht so gut gespielt. Aber ich meine, ich finde, diese Saison ist ja besser drauf als letzte Saison. Oh, Nowitzki. Der kann auch mal werfen, weißt du? Ach komm, das ist doch Kawhi Leonard. Er hat gerade das Stil gemacht, also kann er doch jetzt auch den Stil machen. Oder nicht? Dirk Hillis geht raus. Ja. Er ist Case unser. Lassen wir mal ausgehen. Ist unser. Läuft. Looking at the Mavericks over the last 10 games, Kevin, this is how they compare to the rest of the league. Third in assist, fourth in field goal percentage. And they also show up in the top 5 in free throw shooting. That's elite level marksmanship at the stripe. And when you look at the stats across the board, Clark, the one that jumps out at me, which you mentioned, is the assist per game. Ja, das ist so der Kawhi Leonard, den ich haben will. Den liebe ich. Diesen Spieler kann ich so gut spielen, den kann ich so gut handeln. Weil das ist so ein Durant-Spieler, weißt du, das ist so ein Durant-Spieler. Ja, der kann einfach so spielen wie Durant und Durant spielt sich einfach auch geil. Ja, sehr schön, Alice ist aus dem Spiel. Ja, great footwork and terrific positioning, Clark. Mills dishes to Ginobili. Kicks it to Diaw. Back to Ginobili. Chance there to take the lead, missing. Here's Ellis. Puts the lead pass in front of him. Wenn er reingeht. Wow, he nails the buzzer, Peter. Fick dich, Alter, fick dich. We're at the end of the third. Vince Carter, Alter, der kann ja auch nur danken. Der kann auch keine Dreier. Oder der kann auch gar nichts. Ah, doch, wahrscheinlich schon. Naja, Corey Joseph, komm mal wieder rein.
Ja, Iris sollte jetzt eigentlich nicht reinkommen, aber egal. Their activity at the defensive end, Kevin, has been really impressive, attacking and coming away with steals. Something else they've done is force a lot of mistakes defensively. They've been turning those turnovers into points. Green teams with Leonard on the wings. Splitter is out there with Boris Diaw, and it's Joseph in at the one. That's the San Antonio five. Ah, Splitter macht den rein. It's gonna be two free throws. Drew contact on the shot. Wir sind dran. Oh Gott, 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 Oh, da geht ja auch noch rein, ey. Oh. Tired legs can affect you at the defensive end, and I think that's what's happening right here. I agree, because as much offense as we saw early, we're seeing even more of it here late. Der Splitter! Splitter! Der splattert ein bisschen hier, hab ich gehört. Curry Joseph ist ein guter Verteidiger. Eigentlich. Er kann auf jeden Fall was für sein Geld, ja. Few possessions into the fourth quarter, just over a minute played. Down to five on the shot clock. Here's Dellenberg. Oh, oh God, Dellenberg. Samuel, motherfucking Dellenberg, ey. Das geht gar nicht, Alter. Macht er auch noch beide rein, ey. Weißt du, das ist so richtige Beleidigung. Those opportunities, and that's just what they needed with the game this close. Nicht dahin. Marion with the steal. Bitte meiner. Tut mir leid, aber Mann. They lead by 3. 136. Gott, Diaw rein. Der Rest bleibt drin. Oh Gott, wir müssen jetzt auf wichtige Points gehen, auf 3 Punkte gehen. Nein! Mann, 5 Punkte, müssen wir holen. Müssen aufholen. Das kann nicht wahr sein. Meine Fresse. Ja, jetzt macht er die rein. Jetzt sind es wieder 7 Punkte, Alter. Jetzt, das geht gar nicht, Alter. Sehr schön. Egal. Wir müssen Punkte machen. Second chance points with some hard work on the glass there. Calderon kicks to Ellis. Feeds it to Nowitzki. Ah, okay, der ist drin. Nein, der ist nicht drin. Komm. And the defense got away with a major lapse there. Joseph dishes to Diaw. And then a 3-second call. Nehmen wir mal Leonard. Der macht natürlich nicht rein. Den einzigen, den ich wähle. Na? Der macht den natürlich nicht rein. Der macht den rein. Yes, Kawhi Leonard. Auf den kann man sich verlassen wenigstens mal. Marion passes to Calderon. In transition, here comes San Antonio. Green with the ball. Yeah, LAU! Kawhi Leonard, wie gegen den Detroit? Wie gegen Detroit hat er es gemacht? Wie gegen Detroit, Alter? Yes! Yes! So, Green geht mal raus, da kommt Ginobili rein und da geht Duncan rein. Duncan. Ja. Danke. Sieht schon mal gut aus. 18,9 Sekunden. Ich darf jetzt nichts verkacken.
Ginobili against Dallas. That's tipped. Oh, it's tipped, it's tipped, it's tipped, it's tipped. Du bleibst bitte da. Ja, okay, mach das Reach-In, mach das Reach-In. Ah, es ist scheiße, es steht an der Linie, das ist natürlich bitter. Komm, mach einen nicht, mach bitte nicht einen nicht rein. Okay, er macht beide rein. Das ist ein Problem. Egal, das ist, dürfte auch, müsste. Muss nicht unbedingt ein Problem. Fuck! Scheiße. Mann, das ist so ein knappes Spiel. Ich glaube, sollte die Minutenzahl doch wieder hochstellen. Oh Gott. Zwei Punkte. 3 Punkte, okay. Das ist noch möglich. Das geht noch, das ist noch möglich. Nein! Nein! Mein Orakel bedeutet, dass die Dallas Mavericks gewinnen gegen die San Antonio Spurs. Mal sehen, ob das richtig ist. Mal sehen. Ja, Monta Ellis hier, Spieler des Tages. Ja, ich kann nicht gegen diesen Spieler spielen. Der spielt einfach zu gut für mich. Ich habe keine Ahnung warum, aber er spielt einfach zu gut für mich. Und ich hatte eindeutig noch die Möglichkeiten, das zu gewinnen. Ich habe es einfach versaut. Es tut mir leid. Ich habe das voll gezogen. Das ist scheiße. Ich weiß, ich bin zu übermütig. Ich will unbedingt den Stil haben, aber es passiert einfach nichts anderes. Ich mache es einfach automatisch, das ist so eine, keine Ahnung, so irgendwie so von mir so ein inprogrammiert oder so, ich habe keine Ahnung. Naja, scheiße. Egal. Naja. Was soll man machen, ne? Na, fuck. Und er könnte sogar noch reingehen und, ah. Normalerweise mache ich so die Dreier rein mit Kawhi Leonard, aber irgendwie jetzt, keine Ahnung, ich suche jetzt auch einmal weiter Ausreden, also. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Ja. Naja. Was soll man sagen? Ich lege mal gerade das Pad weg. Ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bin jetzt ein wenig schlecht drauf. Naja, ich hätte eigentlich gewinnen müssen. Aber naja, was soll man machen? Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt bei dem Video. Falls euch das Spiel gefallen hat, dann kauft es euch. Denn es ist ein wirklich gutes Spiel. Wenn ihr Basketballfan seid, sowieso. Und wenn ihr kein Basketballfan seid, aber das Spiel eigentlich ganz gut findet und Sport euch interessiert, beziehungsweise euch gefällt oder interessant findet und es mal ein bisschen näher ausfindet, dann könnt ihr euch ja auch das Spiel kaufen. Ich krieg dafür kein Geld, nur mal so zur Info. Und dass ich das sage, ich finde einfach nur, das Spiel ist einfach mega geil. Und auch wenn man jetzt verliert, aber naja, das liegt ja an mir. Ich habe auch wirklich scheiße gespielt, muss man sagen. Ich habe meine Chance nicht genutzt. Und ja, macht eine Bewertung, bewertet das Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Ansonsten schreibt vielleicht noch einen Kommentar, ne? Was ich verbessern könnte, etc. Und ansonsten kann man nur noch sagen, wenn ihr noch Lust habt, teilt das Video auf Facebook oder auf sozialen Netzwerken generell, Facebook, Google+, Twitter, wo ihr Lust habt, ne? Oder sonst wo. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Ansonsten sage ich nur noch, haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich denke, dort wird es besser gehen. Ich weiß noch nicht, welches Spiel ich mache. Je nachdem. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein. Ciao.